Lieber Freund, und damit ein herzliches Willkommen zu Resident Evil 7. Und zwar spielen wir DLC End Lois End. Und wir müssen gegen Jack kämpfen. Nice, der ist wieder zurück, der lebt noch. Und die Umbrella kämpfen gerade gegen ihn wahrscheinlich. Und wir müssen uns schnell beeilen. Aber wir haben keine Waffe, gar nichts. Ach du Scheiße, ich habe gar nichts. Zieht Leine. Jetzt habe ich die Arschkarte, würde ich mal sagen. Was ist das? Umbrella Corporation, etwas? Oh, das wird wehtun. Geil. Oh Jack, ich komme. Oh ja. Los, kletter hoch. Oh Jack, ich komme. Zoe Baker, 4. Klasse. Ja. Ach ja, hier kennen wir doch. Eine Runde kotzen. Laden.
Ja, hier kennen wir doch. Er muss da vorne sein. Oh. Die sind von Umbrella Corporation. Oh je. Yeah. Haben die Camp aufgemacht. Krass. Aber Jack hat die alle getötet. Alter, wie hat Jack überlebt, Alter? Was ist hier passiert? Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann der Arsch einfach überleben? Ja, nice. So, ich muss mal kurz mal hier was lesen. Wie ging das? Links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts und dann links. Hey. Rechts, links. Naja, ist auch egal. Was haben wir hier? Produktbezeichnung AMG 78. Dieser Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schweren Geräten und Vorräten zu erleichtern. Ach so, okay. Wenn eingelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärke erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger gefühlten Rückstoß auf 0. Technische Spezifikationen, maximale Leistung 78 AP, 600 RPM, maximale Drehmoment, Gewicht 5,5 Kilo, okay. Was haben wir hier? Oh, okay. Wir haben die Gewerbeprobe analysiert, von dem wir annehmen, dass sie vom Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden. Das E-Serat Mutamizid sondert eine Telomerase-ähnliche Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine enorme Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, die eine Zellspaltung erzwingt und so beschädigte Gewebe regeneriert. Okay. Jedoch führt die wiederholte Zellteilung rasch zu einer Auflösung der interzellularen Struktur, was zu dem verschlammenden, schlägerähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten konnten. Unsere Arbeitshypothese schreibt dies einem Erreichen der Hayflick-Grenze zu. Man beachte auch, dass die Probe von anderen Familienmitgliedern, die Ehefrau Margarita, des Sohnes Lucas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extremen regenerativen Eigenschaften aufweisen. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung ist vonnöten. Okay. Haben wir gespeichert? Ich glaube nicht. So. Gehen wir mal raus.
Wart's nur ab, Jack. Zoe kommt mit mir. Oh ja. Zoe! Laden. Vollständig geladen. Wo bist du, du dreckiger Arsch? Zoe! Zoe! Wach auf, wach auf! Drecksack, Drecksack. Vollständig geladen. Alter. Alter, was hat der denn drauf? Okay, das wird nicht leicht. Todeskampf gegen Jack. Jacks Regenerierung bedeutet, dass er kleine Wunden einfach ignoriert. Okay. Sie müssen ihm so viel Schaden zufügen, dass er nicht mehr damit fertig wird. Laden Sie den AMG. Achten Sie sich voll auf, während Sie seinen weitreichenden Scheiße. Okay. Okay. Ich muss eine. Zoe. Warte, hier war Heilung. Zoe. Zoe. Lebt sie noch? Jack. Schaffe nicht, Jack. Bist du noch ein tollwütiger Hund? Mit allein weg. Zeig's mir. Alter. Lass mich dich umlegen. Ausweichen. Stirb. Du warst ein Schweißling, Jack. Konntest mich nie schlagen. Das Monster ist
heißt nicht, dass ich mir nicht den Arsch holen kann. Schnauze, Schnauze, stirb, du kleine Missgeburt. Fick dich. Bin ich tot? Sag tschüss. Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder. Oh yeah. Ah. Okay. Aber der ist bestimmt nicht tot. Okay, lebt Zoe noch? Vielleicht geht's dir besser. Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Bist okay? Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Ja, sehr geil. Zoe hat überlebt. Sehr schön. Ich habe Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Taffes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Ah, sehr geil. Sehr geiles Ende. Sehr geiles Ende. Resident Evil 7.